Moin Moin, willkommen zu einem neuen Video. Heute hat mich die Suche nach interessanten und lukrativen Aktien nach Skandinavien verschlagen. Ja, als Skandinavien bezeichnen wir einen Teil der Länder in Nordeuropa. Das sind Norwegen, Schweden, aber auch zum Teil Dänemark. Das kann man gerne bei Wikipedia nachlesen. So, beginnen wir auch mit dem ersten Unternehmen, und zwar ist es Atlas Copco. Ja, dieses Unternehmen ist ein weltweit agierender Industriekonzern aus Schweden. Das Unternehmen hat vier Kernbereiche. Der erste Bereich ist Kompressorentechnik. Das sind zum Beispiel Verdichtungsgeräte und Druckluftmotoren. Dann als zweiten Bereich wird Industrietechnik angegeben. Das sind Montagewerkzeuge und Klebsysteme. Im dritten Bereich, das ist Bautechnik, dort sind enthalten Generatoren und Abbruchsausrüstung, sowie als viertes, also als vierten Abteil haben die Bergbautechnik, das sind halt Bohrgeräte und Pumpen enthalten. Ja, der Konzern beschäftigt ca. 45.000 Mitarbeiter, darunter sind fast 3.000 in Deutschland tätig, also in Tochtergesellschaften. Der Umsatz wird wie folgt aufgeteilt, und zwar wird der Umsatz zum größten Teil in Asien gemacht, also 30%. Dann ca. 29% wird in Europa generiert. Dann kommt 23% Nordamerika. So, dann kommt Schwellenland Afrika, dort werden bereits schon 10% erwirtschaftet. Und dann Südamerika mit knapp 8%, also wirklich sehr global aufgestellt. Dabei macht Atlas Copco nur 2% im eigenen Land, also in Schweden, den Umsatz, also 2% Umsatz in Schweden nur. Also kann man sehen, dass es wirklich global aufgestellt ist mit ihren 45.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Ja, jetzt schauen wir uns mal die Daten an. Also der Aktienkurs derzeit liegt bei ca. 23 Euro und die Dividende beträgt 68 Cent umgerechnet. So, da kommen wir auf eine Dividendenrendite von knapp 3%, also 2,96, die so ungefähr. So, wenn man sich dann den durchschnittlichen 5-Jahre-Dividende anguckt, dann liegt die Rendite bei ca. 3,26%. Also sind wir etwas unter der 5-Jahres-Dividende. So, dann habe ich hier noch einen Screenshot, da kann man das nochmal bildlich auch nochmal sich anschauen. Da sehen wir, dass sich der Gewinn, das ist grün markiert, von links unten kann man sagen, eigentlich so quasi nach rechts oben bewegt. Also das ist auch ein gutes Zeichen, wie man sieht. Dann haben wir die Dividende, das ist in blau hier, auch die ist am Wachsen. Also jedes Jahr wurde die erhöht, wie man sehen kann. Nicht viel, aber auch nicht wenig, sagen wir mal. Ja, auch die Auszahlung, also sieht man hier, das ist die schwarze Linie, dass sie halt maximal bei 60% ist. Also ist da auch noch Luft nach oben, also man kann da ruhig auch ein bisschen mehr auszahlen. Jetzt, wie gesagt, im letzten Jahr, so jetzt 2018, da liegen wir circa bei 45% der Auszahlung, also halt die Rate. Ja, dann habe ich noch weitere Daten herausgesucht. Dann können wir uns mal anschauen, das KGV liegt derzeit relativ niedrig. Das ist bei 8, also auch ein gutes Zeichen. Je niedriger, desto besser. So, dann haben wir den Gewinnzuwachs. Der beträgt 11%. Also wie man halt auch hier sehen konnte, der wächst ja. Und also 11% pro Jahr. Dann haben wir den Cashflow-Zuwachs, auch der wächst halt nicht stark, aber dennoch wächst er mit 2% pro Jahr. Dann haben wir die Dividendendynamik, also das ist die, wie hoch die halt erhöht wird, also die Dividende, das sind die blauen Balken hier vorne, man hat ja gesehen, das wurde ja jedes Jahr erhöht und laut Daten sind das ungefähr 6% pro Jahr, was die Dividende erhöht wird. Dann haben wir auch die Eigenkapitalquote, die beträgt 40%, also auch recht gut. So, dann der faire Wert bezogen auf den KGV, da liegen wir etwas drüber, und zwar kann man sagen, etwas überbewertet bezogen auf das KGV,
und das ist ungefähr 10% drüber. Also wenn wir jetzt, weil wie gesagt, der Kurs war bei 23 Euro, wenn wir einen Kurs bei 21 Euro hätten, dann würde das ungefähr der faire Wert entsprechen. Also ja, aber wenn man sich jetzt natürlich den Kurs im Jahr 2018 anschaut, dann habe ich hier mal aufgenommen, das sind 38 Euro gewesen und jetzt 23 Euro kann man auch sagen, das ist doch schon ein sehr großer Abschlag gewesen. Das sind bestimmt auch circa 40% gegenüber des letzten Jahres, Januar. Also kann man sich das auch halt überlegen. So, das war halt das Unternehmen auch Schweden, also eigentlich recht solides und gut aufgestelltes Unternehmen, was in der Industrie tätig ist, also ein Riesenkonzern. So, kommen wir jetzt zum zweiten Unternehmen und das ist Novo Zyms. Das habe ich ja wahrscheinlich schon einmal mal erwähnt, mein Video. Für alle, die es doch noch nicht kennen, das Unternehmen ist ein dänisches Biotechnologieunternehmen. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt in der Forschung, Produktion und Vermarktung von Enzymen und Mikroorganismen. Also wie zum Beispiel Biokraftstoffen und Transfetten sowie die Produktion von technischen Enzymen für die Leder-, Textil- und Forstwirtschaft. So, schauen wir uns das Unternehmen auch mal genauer an. Und zwar habe ich hier mal die Daten auch mal herausgesucht. Da liegen wir beim der Kurs bei knapp 37 Euro. Die Dividende ist ähnlich wie beim vorigen Unternehmen, 60 Cent. Und die Dividendenrendite ist hier nur 1,6%. Aber wenn man sich die durchschnittliche 5-Jahres-Dividende anschaut, dann beträgt die nur 1,2%. Und hier habe ich auch die Grafik mal mitgebracht. Das ist die Dividendenrendite. Hier kann man also schön sehen, dass es eher mehr wird als weniger. Also die Dividendenrendite wird jährlich eigentlich, kann man sagen, etwas höher. Und im Durchschnitt lag sie bei 1,2%. Und jetzt liegen wir bei 1,6%, also doch etwas höher als im Schnitt. So, schauen wir uns auch hier mal die Daten mal genauer an, wie es hier aussieht. Das KGV beträgt 25, also etwas höher als beim vorigen Unternehmen. Ja, dann haben wir den Gewinnzuwachs, liegt bei 8% pro Jahr. Und dann haben wir was Negatives, das ist der Cashflow-Zuwachs der letzten Jahre, beträgt leider minus 2%, also eher rückwirkend, also geht eher zurück. So, dann haben wir hier die Dividendendynamik, beträgt in den letzten Jahren 15% pro Jahr, also die Dividende wird jährlich um circa 15% angehoben. So, hier ist die Eigenkapitalquote etwas höher und zwar beträgt diese knapp 60% und hier ist der faire Wert bei minus 8 bezogen auf das KGV. Ja, wenn man sich jetzt den Kurs mal anschaut, da sind wir bei 8, nee, genau, bei 38 und im Oktober 2018 lag der Kurs noch bei 48 Euro, also haben wir hier circa 20% Abschlag noch zum Allzeithoch im Oktober 2018. Und dort hatten wir nur eine Dividendenrendite von 1,25. Die haben wir jetzt 1,6%, also etwas höher. Ist halt kein starker Dividendenwert mit 1,6, aber dennoch ein sehr stark wachsender Dividendenwert. Ja, und das Unternehmen kommt übrigens aus Dänemark. So, jetzt haben wir jetzt schon Schweden gehabt und jetzt haben wir Dänemark und nun kommt ein Unternehmen aus Norwegen. Dann haben wir die skandinavischen Unternehmen auch zusammen. So, dann zeige ich euch mal das nächste Unternehmen. Das ist hier mal die Daten. So, das ist Tomra Systems. Wer es noch nicht kennt, das ist ein Leergut. Rücknahme Automatenhersteller, also wie so man, also das sieht man auch oft in zum Beispiel in Lidl oder in Markauf halt oder halt Leergetränkemärkten mehr, so kann man sagen, sieht man halt diese Automaten, die da halt, wo man halt ein Leergut halt reintut und wo das halt verarbeitet wird. Das ist halt so ein Hersteller aus Norwegen ist das.
Ja, es ist eher ein kleines Unternehmen an der Börse. Wenn man die Marktkapitalisierung anschaut, beträgt sie nur 3,2 Milliarden Euro. Also an der Börse gehört das eher zu den eher kleinen Unternehmen. Ja, das Unternehmen hat zwei Kernbereiche. Und das erste ist halt das Sammelsystem. Da wird halt die Leergutrücknahme, Verdichtung und Abfallverwertung bezeichnet. Dann haben wir im zweiten Bereich ist die Sortierlösung und dort wird halt das Recycling, dann Lebensmittel, Bergbau und Speziallösungen enthalten. Ja, es sind ungefähr 75.000 Leergutrücknahmeautomaten in mehr als 40 Ländern aktiv. Davon sind fast die Hälfte in Deutschland, also ungefähr 30.000, also knapp die Hälfte, nicht ganz. Aber doch schon ein sehr großer Teil in Deutschland halt, diese von diesen Automaten. Dann der Konzern beschäftigt ca. 2000 Mitarbeiter und davon sind ca. 500 in Deutschland tätig. Wie gesagt, also es ist ein kleines Unternehmen aus Norwegen. Aber die Zahlen sind halt sehr interessant. So, wenn man sich das jetzt mal anschaut, der Aktienkurs liegt derzeit bei ca. 22 Euro. Und die Dividende beträgt 24 Cent, dann haben wir eine Dividendenrendite von knapp 1,1%, also auch nicht wirklich hoch. Und wenn man sich jetzt auch noch die durchschnittliche 5-Jahres-Dividende anschaut, beträgt die 1,9%, also liegen wir mit der jetzigen Dividendenrendite doch deutlich drunter. Ja, warum habe ich dieses Unternehmen trotzdem herausgesucht? Ganz einfach, weil die Werte einfach überzeugen. Da können wir uns mal die Werte mal genauer anschauen. Und zwar, das KGV ist auch etwas hoch. Da sieht man halt auch, die Dividendenrendite ist schon etwas niedriger. Vorher war die ein bisschen höher. Da sieht man auch, das KGV ist mit 37 doch sehr hoch bewertet. Dann haben wir hier bei dem Gewinnzuwachs der letzten Jahre um 12%. Also das Unternehmen steigert den Gewinn um 12% pro Jahr. Das kann man also hier auch an dieser Grafik halt hier schön sehen. Auch von links unten nach rechts oben und natürlich ein bisschen stärker als bei den anderen Unternehmen mit 12% Wachstum ist das doch enorm. So, dann haben wir den Cashflow, der ist am Wachsen mit 9%. Dann kann man hier also den operativen Cashflow auch sehen. Das gelbe Linie hier, auch der ist schön am Wachsen und relativ gut hoch kann man sagen. Also deswegen ist auch 9% pro Jahr am Wachsen sein. Also. So, dann haben wir die Dividendendynamik, die ist auch sehr hoch mit 15% pro Jahr. Und das kann man auch hier an dem blauen Balken sehen. Auch hier steigert sich die Dividende jährlich um ca. 15%. So, und auch die Ausschüttung ist hier knapp bei 50%. Auch hier ist Luft nach oben. So, wenn man sich jetzt aber den fairen Wert anschaut, wird man feststellen, der ist extrem überbewertet, also ca. 100%, also das Doppelte. Hier müsste der Kurs doch schon sich halbieren, um den fairen Wert halt zu bekommen. Auch die Dividendenrendite würde sich dann halt quasi verdoppeln von 1,1 auf 2% ungefähr und dann würde es natürlich sehr interessant sein. Das Problem ist, dieses Unternehmen, das kennt nur eine Richtung und zwar nach oben. Wenn man sich den Kurs mal anschaut der letzten Jahre, dann hat das kaum Rücksetzer gehabt, das Unternehmen. Das wächst, wächst und wächst und der Kurs natürlich geht etwas steiler mit. Ich sag mal sogar noch etwas schneller. Der Kurs steigt schneller, als das Unternehmen überhaupt an Gewinn macht. Und deswegen schwindet auch die Dividendenrendite gegenüber gegen den Kurs. Also der Kurs entwickelt sich schneller als die Dividendenrendite, die Dividende. Und deswegen haben wir immer eine kleinere Dividendenrendite. So ist das richtig. Aber dennoch ist es halt ein sehr interessantes Unternehmen. Und deswegen wollte ich das halt auch mal mitnehmen. Ob man das natürlich sich jetzt ins Depot legen sollte, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es gibt wirklich kaum Rücksetzer für dieses Unternehmen. Vielleicht in der Zukunft kriegen wir vielleicht ein paar Rücksetzer, das weiß man halt nicht. Aber das Unternehmen sieht auch die Prognose, sieht demnach aus, dass es weiterhin wächst und da wahrscheinlich auch kaum Rücksatz ergeben wird. Das ist wirklich ein interessantes Unternehmen, weil es, ich glaube, nur wirklich nur einmal Rücksetzer hatte. Ich glaube, im Dezember, das hatte ich glaube auch geschrieben, genau im Dezember stand es kurz bei 18 Euro, auch nur ganz kurz und dann ist es auch wieder sofort wieder hochgegangen. Und wie gesagt, vorher und nachher gab es noch keinen Rücksetzer.
Ja, das war halt das dritte Unternehmen. Somit haben wir drei Unternehmen, und zwar einmal aus Dänemark, aus Schweden und aus Norwegen. Also hätten wir somit die skandinavischen Länder auch zusammen. Alle drei Werte sind interessant. Das erste Unternehmen, das würde ich halt direkt auf meiner Watchlist setzen. Und zwar war das ja das Unternehmen von Schweden, Atlas Copco, also der Industriekonzern. Der ist auch relativ gut bewertet, und auch die Dividende passt mir davon knapp 3%. So, die anderen beiden Werten sind halt auch sehr starke Wachstumswerte. Da müsste man sich genau überlegen, ob die in das Dividendendepot passen. Ja, das waren, wie gesagt, drei sehr interessante Unternehmen. Da kann sich natürlich jetzt jeder selber ein Bild von machen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin würde ich sagen, tschüss.